Besonders in den Medien hört man ja immer wieder diesen Begriff Artensterben. Was genau bedeutet das eigentlich und warum müssen wir überhaupt, jetzt mal blöd gefragt, Arten überhaupt schützen? Ja, also das Artensterben ist wirklich dramatisch. Weltweit betrachtet sind 1 Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Und wie einer der bekanntesten Dokumentarfilmer weltweit sagt, Sir David Attenborough, wir verlieren damit nicht nur niedliche Dinge zum Ansehen, sondern wirklich kritische Bestandteile dieses Erdsystems. Und in der Natur ist es so, dass es Verbindungen in alle Richtungen gibt. Und wenn wir nur eine dieser Verbindungen zerstören, wissen wir nie, welche Folgen es wirklich haben wird. Was passiert denn, wenn wir keinen Artenschutz betreiben? Also welche Folgen hat das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten? Ich glaube, das eindrücklichste Beispiel, was man da geben kann, sind die sogenannten Schlüsselarten oder auch Keystone Species genannt. Und das bekannteste Beispiel einer solchen Schlüsselart ist die Biene oder um genauer zu sein, die Wildbienen, die für uns eine wirklich unglaubliche wirtschaftliche Leistung umsonst erbringen, nämlich die Bestäubungsleistung, was wir als Menschheit niemals so erbringen könnten. Wenn wir also die Biene verlieren, dann müssten wir das alles selbst machen und das wären hunderte Millionen von Euro, die wir dann aufwenden müssten, wenn wir das denn überhaupt könnten, selbst die Bestäubung zu übernehmen. In China wissen wir, da ist das zum Teil schon so. Da gehen dann Menschen von Blume zu Blume und bestäuben die, aber das kann nicht Sinn der Sache sein, dass wir das wirklich weltweit machen müssen, weil das ist ein wirtschaftlicher Aufwand, den wir einfach nicht leisten können. Und es gibt natürlich andere Schlüsselarten, wie zum Beispiel den karibischen Riffhai. Der sorgt eben dafür, dass Nährstoffe aus dem tiefen Wasser für das Leben weiter oben verfügbar werden und lockt damit Fische an. Und von diesen Fischen profitieren weltweit Milliarden Menschen. Zudem sorgt der Hai dafür, dass er ist ein entscheidender Baustein für ein intaktes Riffökosystem und schützt damit Menschen weltweit vor Sturm und Wellen, weil er eben Küstenschutz sozusagen umsonst für uns erbringt. Ohne den Hai ersticken die Korallen unter Algen, weil er auch dafür sorgt, dass gewisse Arten, wie zum Beispiel der Barracuda, in seinen Beständen gering gehalten wird. Und der Barracuda, der betreibt zum Beispiel Jagd auf Papageienfische, die eben genau diese Algen fressen und damit die Korallen von Algen befreien. Insofern ist auch dieser karibische Riffhai eine Schlüsselart. Was sind denn so die Ursachen für das Artensterben? Also es gibt sicherlich sehr, sehr viele Ursachen, aber um mal so ein paar zu nennen. Ja, die Ursachen sind sehr vielschichtig. Ein entscheidender Faktor ist natürlich unser Eingriff in die Natur. Allein in Deutschland sorgen wir dafür, dass jeden Tag ca. 80 Fußballfelder Fläche versiegelt werden. Ein weiter entscheidender Faktor ist aber auch natürlich unsere Art der Landwirtschaft. Zum Beispiel der Einsatz von Pestiziden, aber auch der Einsatz von Dünger. Weil wir haben gewisse Flächen, die zum Beispiel nährstoffarm sind und auf diesen Flächen wachsen ganz spezielle Pflanzenarten. Wenn wir jetzt aber über Dünger dafür sorgen, dass Nährstoffe dann auch in diese Schutzgebiete, die eigentlich nährstoffarm sind, eingebracht werden und damit dafür sorgen, dass diese Flächen plötzlich nährstoffreich sind, dann kommen diese Pflanzen dort nicht mehr klar und verschwinden. Wir müssen festhalten, dass wir als Menschheit schlimmer sind als der Asteroid, der vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und das muss man tatsächlich erstmal schaffen. Es ist in unserem eigenen Interesse, dieses dramatische Artensterben aufzuhalten. Was kann denn jeder Einzelne tun, um Tier- und Pflanzenarten zu schützen, also als alleiniger Mensch? Ja, wir können tatsächlich auch als jede einzelne Person etwas dagegen tun. Wir könnten zum Beispiel in unseren Gärten anfangen. Wir wissen ja, gerade in den Neubaugebieten sind jetzt die sogenannten Schottergärten oder auch die Gärten des Grauens genannt, sehr beliebt. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Versiegelung nicht weiter Einzug findet und aufgebrochen wird, weil von diesen Flächen kann sich natürlich keine einzige Tierart ernähren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir wieder andere Pflanzen in unsere Gärten bringen. Wir wissen zum Beispiel, oder wir sehen sehr häufig zum Beispiel Rhododendron und Forsythie, also Pflanzen aus fernen Ländern, mit denen unsere Tierarten hier sehr wenig anfangen können.
Die Tiere hier haben sich über Jahrhunderte an gewisse Pflanzenarten gewöhnt und können sich eben auch nur von diesen Pflanzen ernähren, unter anderem von der Schlehe, Kornelkirsche, Haselnuss. Das sind Pflanzen, die den Tieren wirklich was bringen. Wir können also in unseren eigenen Gärten einen Anfang machen, erstmal überhaupt wieder Grün in die Gärten bringen zum Teil, dann heimische Pflanzenarten verwenden und vielleicht auch mal einfach wieder ein bisschen mehr Wildnis zulassen, weil das gefällt den Tieren dann doch deutlich besser als sehr aufgeräumte Gärten. Was sind denn die drei wichtigsten Forderungen der Grünen, um diesen Prozess aufzuhalten? Ja, wichtige Punkte hatten wir natürlich auch schon, aber um das nochmal ganz klar zu machen, wir müssen definitiv die Flächenversiegelung auf Null bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass es wieder mehr Wildnis auch in Deutschland gibt. Es gibt, so steht so die Forderung im Raum, mindestens 2% der Landesfläche sollte Wildnis sein. Und wir müssen definitiv an die Landwirtschaft ran. Und ein ganz entscheidender Faktor sind dort auch die EU-Agrarsubventionen. Wenn das jetzt so die Landwirte hören, kriegen die da nicht direkt Angst? Wie kann man denn zusammen mit den Landwirten arbeiten, dass die sich jetzt nicht bedroht fühlen? Ja, wir müssen natürlich die Landwirtinnen und Landwirte mitnehmen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn sonst verlieren wir einen großen Teil der Gesellschaft auf diesem Weg zu einer neuen Landwirtschaft. An die Landwirtinnen und Landwirte werden wirklich unglaublich viele Anforderungen gestellt von der Gesellschaft. Aber die Gesellschaft gibt natürlich auch Geld in Form von Subventionen und muss daher auch das Recht haben, mitzureden. Und genau das ist eben der Prozess. Wir sollten da jetzt keine Fronten aufbauen, sondern wir sollten versuchen, gemeinsam einen Weg zu finden. Aber was ganz klar sein muss, wenn es Geld gibt, dann muss das auch für konkrete Umwelt-, Naturschutz-, Tierschutzleistungen verwendet werden und nicht einfach nur stumpf, so wie bisher, nach der Fläche gezahlt werden. Denn dann fördern wir weiterhin Großbetriebe und nicht kleine bis mittlere Betriebe, die ja auch einen viel größeren Beitrag zur Biodiversität leisten, weil sie eben noch einen Bezug zu ihrer Region haben und nicht riesige Felder mit Monokulturen ohne Zwischenräume entstehen, sondern kleine bis mittlere familiär geführte Betriebe, die ihre Region kennen, die darauf noch Wert legen und die auch die Kundinnen und Kunden vor Ort kennen und damit ihre Anforderungen erfüllen können.